Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute habe ich ein großes Anliegen an dich. Hast du gewusst, dass jeder Mensch eine Vielzahl von Viren mit sich herumtragt? Und jetzt halte ich fest. Jeder Mensch tragt sogar tagtäglich Krebszellen mit sich herum. Aber für ein gesundes Immunsystem macht das nichts. Das heißt, unser Körper kann sehr gut damit umgehen. Und das, was ich dir jetzt erzähle, das möchte ich dir sehr wertungsfrei erzählen. Wir erleben momentan eine sehr besondere Zeit. Und derzeit werden zum Beispiel alleine in Deutschland pro Woche über 1 Million gesunde Menschen auf Coronaviren getestet. Und wer sucht, der findet. Weil wir tragen ja alle allerhandige Viren mit uns herum. Und so ergeben sich einige positive Testergebnisse. Das heißt, je mehr dass man testet, desto mehr positiv getestete Menschen findet man. Das kann man sehr schön steuern. Ich finde nur eins immer wichtig, wenn ich immer lese, wir müssten 3, 4, 5 Millionen jetzt flächendeckend jeden Tag testen oder so. Also Sie müssen eins sehen, dadurch, dass wir toi 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 die Zahlen so runtergebracht haben, haben wir im Moment eine Positivtestung von unter 1%. Bei gleichbleibend konstanter Testzahl in den letzten Wochen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive. Das sind so die Dinge, mit denen man dann sozusagen erst konfrontiert wird, dann auch in der weiteren Folge. Und vor diesen positiven Testergebnissen hat nur 1% der Menschen auch Symptome. Das heißt, 99% merken überhaupt gar nichts. Und da steckt eine riesige Kraftanstrengung dahinter. Das heißt, alleine die deutsche Bundesregierung gibt über 80 Millionen Euro pro Woche für dieses Thema aus. Was da wohl dahinter steckt. Aber wie gesagt, komplett wertungsfrei. Und jetzt mein ganz großes Anliegen. Bitte übernimm für dich selber die Verantwortung. Bitte nimm Informationen nicht ungefiltert auf. Sei kritisch, hinterfrag die Dinge. Und glaub nicht einfach, was man dir sagt. Und lass dich von niemandem verarschen. Oh, von mir nicht. Ich habe keinen Krebs. Wir haben alle Krebszellen in uns. Und Corona habe ich schon gar nicht. Weil wenn man auf seinen Körper schaut, wenn man sich um seinen Körper kümmert, wenn man schaut, was ihm gut tut, was ihn stärkt, wie man sein Immunsystem aufbauen und stärken kann, dann können dir Viren oder irgendwelche anderen Geschichten überhaupt nichts anhaben. Ich freue mich, dass du bei diesem Video dabei warst. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben und über jeden und jede, die über diesen Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vierte Servus, mach's gut.